ein Riesenspeicher, den man füllen muss. Doch was muss, das muss und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause. Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Darf ich vorstellen, das ist der neue Eisbärenchef. Antonia, hör dir jetzt endlich damit auf, Antonia. Du weißt ja ganz genau, wir haben keine Kapitale für so ein Unternehmen. Würden Ihnen 10.000 Euro reichen? Aber was ist denn mit der Zinse? Dafür beteiligen wir das Internat am Gewinn. Einverstanden. Unser kleiner Romeo glaubt wirklich, dass er alle Mädchen mit seiner Tränenarie rumkriegt. Ihr besorgt mir Paula und 10 Minuten später halte ich mir die Händchen. Wetten? Das ist alles so schrecklich. Ach, komm her. Ich mach dir einen Vorschlag. Wir gehen jetzt irgendwo hin und erzählst du mir alles in Ruhe, okay? Gehen wir zu dir oder zu mir? Ha! Komm, wir gehen. Er bleibt garantiert kleben. Auf wen ist Josh eigentlich im Moment scharf? Ich glaube, im Moment steht auf Anklär. Dann wird die unser Köder. Für jeder eins einen Kuss. AC. Ich werde dich bestimmt nicht enttäuschen. Was? Ich bin heute Nacht im Probenraum. Ja, bitte? Ich. Schön, dass du. Was sitzt du denn hier? Ich wollte dir was sagen. Lass mich in Ruhe, ich hab zu tun. Das sehe ich, du musst Bücher gegen die Wand werfen. Hau ab! Du fühlst dich auf wie ein wild gewordener Stier. Was ist denn los mit dir? Ich krieg den verdammten Mathestoff für die Klassenarbeit einfach nicht in meine Birne. Und wo genau liegt dein Problem? Ich kann mir einfach nicht merken, wie man diese bescheuerten Maßeinheiten umrechnet. Ging mir auch mal so, aber jetzt habe ich es eigentlich geschnallt. Schön für dich. Also, wenn du willst, dann können wir euch zusammen Mathe üben. Du mit mir. So ein Superhirn bist du auch nicht gerade in Mathe. Ich brauche unbedingt eine Eins. Genau deshalb wollte ich mit dir reden. Da gibt es nichts zu reden. Ich brauche eine glatte Eins. Wieso denn? Eine Zwei oder eine Drei reichen doch auch für die Versetzung. Es geht nicht nur um die Versetzung. Und jetzt lass mich in Ruhe. Okay, dann nimm nicht. Du hattest deine Chance. Und, seid ihr schon in Ferienstimmung? Na, aber klar doch. Haben Sie eine Ahnung, wo mein Sesar geblieben sein kann? Ihr seid doch in der 7., richtig? Mhm. Die Sachen für die 7. Klässler sind hier. So. Na, dann geh schon auf, verflixt das Ding. Ah, ja. Und, wo soll's hingehen? Ich fahre mit einer Jugendtruppe an die Nordsee. Da kann ich endlich surfen lernen. Ist das nicht dieser Sport, wo man mehr unter als über Wasser ist? Na, dann viel Spaß. Und du, wo fährst du hin? Dreimal dürfen Sie raten. Havel. Nein. Oder? Mm-mm. Elbe? Bingo! Mein Vater ist auch diesen Sommer wieder unterwegs. Und, fahren Sie auch weg, Herr Pasulke? Oh ja, und wie? Ich will endlich meinen Cousin Chuluga auf Samoa besuchen. Das hört sich ja ziemlich weit weg an. Ist es auch. Die Insel ist mitten im Pazifik und gehört zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Oh mein Gott. Was ist denn? Hier, bedient euch selber. Hier. Und bringt mir den Schraubenzieher wieder, wenn ihr die Sachen gefunden habt, nicht, ja? Was ist mit ihm los? Ich bin ein Schuhputzer. Wenn ich Schuhe putze, mache ich zuerst die Schnürsenkel raus. Dann mache ich die Schuhe sauber. Zuerst nur mit etwas Wasser, dann wieder etwas trockenreiben mit einem Lappen. Echt irre, was der Typ aus Schuhputzer für eine Nummer macht. Wann hast du eigentlich das letzte Mal deine Schuhe geputzt? Haha, kannst du ja mal nach Mali schicken. Hör doch mal auf, ich finde es überhaupt nicht komisch. Ja, ich auch nicht. Der macht das dann nicht zum Spaß, sondern um sich und seine Familie zu ernähren. Ja, das weiß ich auch. Hattet ihr Afrika eigentlich schon im Unterricht? Nicht wirklich. Wir haben mal über das Klima gesprochen. Ja, stimmt. Da geht es Gegenden, wo seit Jahren schon kein Tropfen Regen mehr gefallen ist. Und was wisst ihr über die Menschen? Die meisten sind sehr arm. Viele haben AIDS und da sind ständig Kriege. Und deshalb sind auch 10.000 Afrikaner ständig auf der Flucht. Es gibt aber auch welche, die schwer Kies haben. Das sind die, die Entwicklungshilfe in die eigene Tasche stecken. Wisst ihr eigentlich, dass in Afrika jeden Tag 10.000 Kinder sterben? Was? Aber das sind ja 10-mal mehr, als Seelis Einwohner hat. Und das pro Tag? Tja, aber für viele ist Afrika eben sehr weit weg. Ja, normalerweise kommt man ja da auch nicht hin. Also ich plane für nächstes Jahr einen Trip nach Kenia. Ehrlich? Ja, aber kein Strandurlaub oder so, sondern quer durchs Land. Deswegen sammle ich auch zurzeit alles, was ich über Afrika finden kann. Mich würde das auch mal interessieren. Mich auch. Also, wenn ihr wollt, kann ich euch ja mitbringen, was ich alles schon so hab. Und jetzt lasst uns mal das Video weiterschauen.
deux, trois. Der verflixte Reisepass ist offen. Hallo, Herr Pasulke, lieber. Ich hätte eine kleine Bitte. Könnte ich mir nicht für die Sommerferien mal unser Schulfahrrad ausleihen? Ja. Pardon. Tut mir leid. Sie sind doch gerade beim Aufräumen, was? Im Gegenteil, ich suche meinen Reisepass. Ja, richtig. Sie rüsten ja für die große Reise nach Samoa. Und ohne Reisepass werden Sie da wahrscheinlich gar nicht reinkommen. So ist es. Verdammt noch mal, wo kann das Ding bloß sein? Versuchen Sie es doch mal mit konzentriertem Nachdenken. Habe ich schon, aber mir fällt einfach nicht ein, wo das Ding sein kann. Naja, in Luft kann sich ja so ein Reisepass nicht auflösen. Haben Sie denn wirklich überall nachgesehen? In jedem Schrank, in jeder Schublade. Aber was ist mit den Mantelhosen und Jackentaschen? Wenn das Ding nicht wieder auftaucht, kann ich die Reise vergessen. Ehe ich einen neuen Pass habe, das kann Wochen dauern. Und was ist mit dem Koffer da unten? Was soll damit sein? Na, haben Sie da mal nachgesehen? Vielleicht haben Sie ihn ja da liegen lassen. Gute Idee. Dass ich selber draufgekommen bin. Tja. Moment. Das darf doch nicht wahr sein. Was ist denn nun? Ich habe die Kombination vom Zahlenschloss vergessen. Oh nein. Hey, guck mal hier. Sieht das nicht toll aus? Oh, Wahnsinn. Da würde ich auch gerne mal hinfahren. Was ist denn das für ein Berg? Mit 5.895 Metern ist der Kilimandscharo der höchste Berg Ostafrikas. Ach, deshalb liegt da Schnee drauf. Ratet mal, wer die höchste Entwicklungshilfe an Afrika zahlt. Na, Amerika natürlich. Falsch. Doch nicht etwa Deutschland. Nein, die stehen an sechster Stelle. Japan? Die stehen an zweiter Stelle. Ob ihr es glaubt oder nicht, an Nummer 1 steht Microsoft. Das machen die bestimmt nicht nur aus Nächstenliebe. Ja, das sehe ich auch so. Die schicken ihr Geld dahin und dann produzieren sie da total billig und dann kommt die ganze Knete wieder zurück. Das ist doch total unfair. Ja, aber sowas nennt man Globalisierung. Was macht ihr denn hier? Wir haben erst in einer halben Stunde Unterricht. Wir legen gerade Elisabeths Reiseroute durch Afrika fest. Na, herzlichen Glückwunsch. Wenn du dir zu deiner Diabetes auch noch Malaria und Hepatitis einhandeln möchtest, dann bist du in Afrika genau richtig. Du hast AIDS vergessen. Außerdem habe ich dir schon 123.000 Mal gesagt, dass es nicht die Diabetes, sondern der Diabetes heißt. Mann, sorry, es war doch nur gut gemeint. Gut gemeint ist nicht immer gut. Oh, Entschuldigung, ich hab's nicht so gemeint. Sag mal, was soll denn das? Damit du wenigstens in den nächsten 5 Minuten einen Rand hältst. Prägt euch bitte diese Formel gut ein. Ihr werdet sie bei unserer letzten Klassenarbeit brauchen. Können Sie uns nicht noch ein paar Tipps geben? Einen ganz heißen sogar. Hinsetzen und üben. Okay, und was? Alles. Also auf jeden Fall solltet ihr euch noch mal die Maßeinheiten und ihre Umrechnungen in eure kleinen grauen Zellen hämmern. Muss das sein? Ja, das muss sein. Und vergesst bitte nicht die Umwandlungen von Brüchen in Dezimalzahlen. Josh, es ist noch nicht Schluss. Josh, ich habe mich übrigens sehr gefreut, dass du dir heute im Unterricht so viel Mühe gegeben hast. Aber du weißt ja selbst, dass du noch große Lücken hast, nicht? Also ich will dich nicht verrückt machen, aber diese Arbeit morgen ist deine letzte Chance, wenn du versetzt werden willst. Das ist dir hoffentlich klar. Ich weiß. Also klemm dich hinter deine Bücher, dann klappt das schon. Ich drück dir die Daumen. Romeo, würdest du mir bitte bei der Aufgabe hier helfen? Augenblick. Sobald ich mit Emily fertig bin, komme ich. Wenn du willst, kann ich dir helfen. Du? Bitte, dann fang mal an. Also, bei der ersten Aufgabe geht es darum, das Volumen des Quaders zu berechnen. Die kann ich auch alleine. Ich komme mit der zweiten nicht klar. Bei der zweiten sind A, B und das Volumen gegeben. Da brauchst du bloß noch C zu berechnen. Na toll, und wie mache ich das? Naja, indem du, glaube ich, das Volumen durch A teilst und dann, Moment mal, A mal B, nee, durch B. So kommen wir nicht zusammen. Da musst du schon ein bisschen mehr bringen. Wie ich sehe, bist du schon versorgt. Nein, Romeo, warte mal. Josh ist wirklich nicht der Bringer. Okay. Du, Silvia, warte mal. Steht dein Angebot noch? Aber nur, wenn du nicht wieder wild mit Büchern um dich wirst.
Gesam, öffne dich. Öffne dich, habe ich gesagt. Verdammter Mist. Soll ich mich erst als Alibaba verkleiden? Warum tust du mir das an? War ich nicht immer nett zu dir? Herr Pasulke, mit wem reden Sie denn da? Mit meinem Koffer. Ich habe die verflixte Zahlenkombination vergessen. Ach, und jetzt versuchen Sie ihn zu beschwören, damit er sich von alleine öffnet. Du hast es erfasst. Haben Sie es schon mal mit Ihrem Geburtsdatum probiert? Hab ich schon. Ich habe auch schon sämtliche alten Telefonnummern durch. Und wie wär's mit Ihrer Schuhgröße mal 3? Wieso mal 3? Na, weil auf beiden Seiten die Zahlen dreistellig sind. Lass den Quatsch. Fällt dir nichts Besseres ein? Wie wär's denn mit den Zahlen Ihres Nummernkontos in der Schweiz? Gern. Ich hab nur leider keins. Tja, dann wird's schwierig. Ich muss aber unbedingt wissen, ob mein Pass da drin ist. Haben Sie es schon mal mit Schütteln versucht? Hab ich schon. Fahren Sie auch zum Flughafen und lassen den Koffer röntgen. Ja, und dann? Dann wissen Sie, ob der Pass drin ist. Lass mal. Die werden sich schön bedanken, wenn ich da mit dem leeren Koffer ankomme. Das muss doch auch irgendwie anders gehen. Wenn Sie wollen, kümmere ich mich da drum. Ah, nee, lass mal. Am Ende machst du mir das Schloss noch kaputt. War ja auch nur ein Vorschlag. Ach so, hier ist der Schraubenzieher. Nicht, dass der auch noch wegkommt. Ja, danke. Und noch viel Spaß beim Kofferbeschwören. Das wäre doch gelacht, wenn ich diese blöde Kombination nicht wieder rauskriege. Hey, was ist mit dir los? Krieg dich mal wieder ein. Hey, afrikanische Trommelmusik, wollt ihr auch mal? Nee, lass mal, wir sind gerade im Internet. UNICEF, United Nations International Children's Emergency Fund. Internationales Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Gegründet am 11. Dezember 1946, hat 7 Millionen Kindern in kriegszerstörten Ländern geholfen. Auch in Deutschland. Hast du das gewusst? Mm-mm. Heute hilft UNICEF Kindern in 161 Ländern der Erde. Sie verteilen Essen, Kleidung und Medikamente. Ich öffne mal die Botschafterliste. Aha. Hey, da sind ja heiße Namen dabei. Ben Becker, Harry Belafonte, Sabine Christiansen, Roger Moore, Yuri Tetzlaff. Hey, wisst ihr was? Wir laden einfach mal einen von denen zu uns ein. Meinst du, das geht so einfach? Ja, warum denn nicht? Einladen kostet doch bekanntlich nichts. Und was ist mit Guppi? Sollten wir den vorher nicht noch fragen? Kein Problem, der erfährt schon noch früh genug, wenn es überhaupt klappt. Genau, wenn es nämlich nicht klappt, dann blamieren wir uns wenigstens nicht. Mhm. Okay, und wen nehmen wir? Ich denke, wir sollten von vorne anfangen. Mhm. Also Becker, Belafonte und Christiansen kommen doch sowieso nicht. Hey, wartet mal, Yuri Tetzlaff, ist das nicht dieser Moderator aus dem Kinderkanal? Stimmt, der hat auch die versteckte Kamera für Kinder gemacht. Also, ich finde den süß. Also, darum geht's doch hier nicht, Kim. Ja, ich weiß. Also, was soll ich nun schreiben? Na, dass wir uns freuen würden, wenn er mal vorbeikommt. So als UNICEF-Botschafter. Und uns von seiner Arbeit berichtet. Wartet mal, was haltet ihr davon? Lieber Yuri Tetzlaff. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wir haben absolut keine Ahnung von Afrika. Könnten Sie nicht mal vorbeikommen und uns was darüber erzählen? Mit freundlichen Grüßen, Internat Schloss Einstein, Prinzessin Elisabeth von Hohenfels. Ist das nicht ein bisschen schräg? Ich finde das gerade gut. Der bekommt bestimmt täglich hunderte von E-Mails. Und wenn wir da nicht irgendwie auffallen, haben wir doch sowieso keine Chance. Also was ist, soll ich das nun so senden? Auf eure Verantwortung. Und auf deine. Sag mal, was machen wir eigentlich, wenn er wirklich kommt? Ah, ich weiß jetzt, wie wir es machen. Wir ziehen einfach von jeder Seite 15 cm ab. Falsch. Bei A und B sind das doch schon 30 cm. Quatsch, kannst du nicht lesen. Da steht Wandstärke gleich 15 cm. Aber ein Quader hat 2 gegenüberliegende Seiten, A und B. Also 2 mal 15 cm. Und das sind bekanntlich 30. Das glaubst du ja wohl selber nicht. Das sind 15 und kein Zentimeter mehr. Wenn du sowieso alles besser weißt, dann mach doch alleine weiter. Wir sitzen jetzt nämlich über eine Stunde hier. Ach bitte, nur noch diese eine Aufgabe hier. Nee, für mich ist jetzt Schluss. Hi. Würdest du bitte Romy und Benjamin sagen, ich komme doch nur zum Schwimmen? Sie sollen bitte auf mich warten. Wird erledigt. Hey, was machst du denn hier? Ich lerne für Mathe. Muss das denn unbedingt hier unten sein? Ich brauche den Platz für meine Selbstverteidigungsübung. Kein Problem. Ich bin sowieso schon fertig. Und ich glaube, ich habe jetzt sogar den Überblick. Wie schön für dich.
Ach, übrigens, wie wäre es mit einem kleinen Vorschuss auf meine Belohnung? Was denn für eine Belohnung? Du hast mir doch einen Kuss versprochen, wenn ich in der Mathearbeit eine 1 schaffe. Ich? Du spinnst ja wohl. Nicht mal im Traum würde ich dich küssen. Aber du hast mir doch dieses Foto geschickt. Was denn für ein Foto? Frag doch mal Benjamin. Vielleicht ist der ja scharf auf dich. Oh, hallo, Herr Pasulke, na? Schon auf dem Weg in die Ferien, Samoa, Hola? Nein, ich suche Max und Henrik. Ich kriege nämlich diesen verflixten Reisekoffer nicht auf und da ist mein Pass drin. Ja, wie kommen Sie denn auf die Idee, Ihren Pass an so einem ungewöhnlichen Ort zu verstecken? Weiß ich auch nicht. Jedenfalls muss er da drin sein. Ich habe sonst überall gesucht. Na, geben Sie mal her, ich mache Ihnen das. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das macht nach Adam Ries genau 2000 Kombinationsmöglichkeiten. Vielen Dank. Hätte ich auch selber rausgefunden. Sekunde, ich bin noch nicht fertig. Haben Sie auf Ihrer Uhr einen Sekundenzeiger? Ja. Na, dann schauen Sie mal drauf. Und fertig, los. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Stopp. Das waren ziemlich genau 5 Sekunden. Aber was soll das? Ja, Moment mal. Bringen Sie mich nicht raus. 60 sind 100. Sie haben genau 166,66 Minuten Zeit, um alle Kombinationsmöglichkeiten durchzuprobieren. Das sind ja fast 3 Stunden. Wenn ich so lange am Rädchen drehe, dann habe ich hinterher keinen Daumen mehr. Ach, vielleicht haben Sie Glück und der Koffer geht gleich beim ersten Versuch auf. Ja, vielen Dank, Sie haben mir wirklich sehr geholfen. Schönen Gruß von deiner neuen Freundin. Von wem? Azir lässt dich grüßen. Ihr möchtet doch bitte auf sie warten. Sie kommt doch mit zum Baden. Oh, Backe, ich habe meine Badesachen noch gar nicht gekocht. Gib's zu, das hast du mir untergejubelt. Ich? Du spinnst wohl. Natürlich hast du mir es untergejubelt. Und jetzt hör endlich auf, mich zu verarschen. Wovon redest du? Weißt du was? Du bist nicht nur gemein, sondern auch feige. Pass auf, was du sagst. Oder willst du eine dicke Lippe? Von dir? Darf ich mal lachen? Bitte, aber beeil dich. Wird bestimmt das letzte Mal sein. Hört auf damit. Du hast recht. Das Foto ist von Benjamin. Spinnst du jetzt total? Aber er war es nicht alleine. Wieso? Wer war denn noch dabei? Ich. Wir wollten dir helfen, damit du endlich wieder anfängst zu lernen. Ehrlich. Ja, du bist doch scharf auf Anne-Claire. Da dachten wir... Ach komm, sei nicht sauer. Ich hab dir auch geholfen. Wisst ihr was? Ihr seid doch echt das Allerletzte. Und du spielst mir die Hilfsbereite vor. Ihr könnt mich alle mal. Ja, bitte, herein. Herr Stolberg, was gibt's denn so Dringendes? Frau Gawitz, bin gleich fertig. Was haben Sie denn mit den Fotos vor? Naja, ich habe mir überlegt, dass wir zu Beginn des neuen Schuljahres jeweils eine Klasse im Internet besonders vorstellen sollten. Mhm. Wenn ich das richtig sehe, wäre das dann die neue 6. Die ich Sie bitten würde, als Klassenlehrerin zu übernehmen. Aha, darum geht's. Sie entschuldigen. Hallo, Einstein-Gymnasium. Emanuel Stolberg, guten Tag. Wer ist da bitte? Morgen Vormittag. Ja, das ist schon möglich. Wir haben ihn eingeladen. Naja, wenn Sie das so sagen, wird das so sein. Ja, natürlich. Hallo? Können Sie das Ganze bitte per Fax bestätigen? Dankeschön. Was Unangenehmes? Eher im Gegenteil. Wiewohl, überrascht bin ich dann doch ein wenig. Das war nämlich eben die UNICEF. Die UNICEF? Was will denn die UNICEF bei uns? Einer ihrer Botschafter, ein gewisser Juri Tetzler, will uns morgen besuchen. Wissen Sie was davon? Nein. Wie kommen Sie denn darauf? Na ja, irgendjemand von uns muss ihn ja wohl eingeladen haben. Fragen Sie doch mal Frau Hansen, vielleicht bespricht sie die UNICEF im Ethikunterricht. Na ja, das wäre eine Möglichkeit. Andererseits, wie ich Frau Hansen kenne, hätte sie mir doch vorher Bescheid gegeben, oder? Ja, vielleicht hat sie es vergessen, sowas soll ja vorkommen. Ja, also um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich übernehme die 6. Schön. Was denn? Du kommst auch mit? Ja, hast du was dagegen? Nee, natürlich nicht. Wo bleiben denn Benjamin und Romeo? Keine Ahnung. Ich hab ihnen auf jeden Fall Bescheid gesagt. Sag mal... Was denn? Sollten wir Josh nicht lieber auch mitnehmen? Bitte nicht. Ich hab keine Lust, mich die ganze Zeit von dem anstarren zu lassen. Sei doch froh, dass wenigstens einer dich anstarrt. Ihr könnt die Ende schon mal einpacken. Wir kommen gleich. Wir müssen nur noch unsere Handtücher holen.
Sag mal, was hast du eigentlich gegen Josh? Wenn du den einlässt, dann bleibe ich hier. Ach komm, so schlimm ist er doch gar nicht. Soll ich dir mal was sagen? Josh ist ein Spinner. Der hat sich tatsächlich eingebildet, ich würde ihn küssen. Woher willst du denn wissen, dass es mit dem Küssen seine Idee war? Hi, da sind wir. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See. Hier, afrikanische Trommeln. Wollt ihr mal hören? Hier, wollt ihr mal hören, afrikanische Trommeln. Warum lacht ihr denn so blöd? Ach, nichts weiter. Leg mal deine CD rein. Augenblick, Kinder. Könnt ihr das ein bisschen leiser machen, bitte? Was gibt's denn? Etwas, das wir offenbar dir zu verdanken haben. Mir? Wir danken für die Anfrage Ihrer Mitarbeiterin Frau von Hohenfeld und freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass unser UNICEF-Repräsentant Herr Juri Tetzlaff Sie morgen in Ihrem Internat besuchen kann. Hey, stark! Der kommt wirklich. Du hast ihn also eingeladen. Ja, aber ehrlich gesagt habe ich nicht damit gerechnet, dass er tatsächlich kommt. Und wenn, dann erst sehr viel später. Erstens kommt es anders und zweitens... Als man denkt. Genau. Ihr habt ihn eingeladen, also werdet ihr euch auch überlegen, wie der morgige Tag mit unserem Gast ablaufen soll. Selbstverständlich, Herr Dr. Stolberg. Wir werden ihn auf Schritt und Tritt begleiten. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden uns was einfallen lassen. Und das, was euch dann einfällt, darüber würde ich gern informiert werden vorher. Mit anderen Worten, keine Alleingänge mehr, Frau von Hohenfels. Das war kein Alleingang von Elisabeth. Das waren wir alle. Mach das mal nach. Kein Problem. Und jetzt zu. Nee, lass mal. Ich will ja nichts mehr nach Hafenass werden. Oh, auf damit! Dann bist du eben dran. Na dann, viel Spaß. Und pass auf, dass Ihre Haare nicht nass werden. Soll ich dir deine Schwimmwände holen? Mir kommt schon allein zurück. Ich glaube, wir versuchen es doch lieber mit Plastiksprengstoff. Plastiksprengstoff? Das ist ja nichts. Es fliegt am Ende noch das ganze Internat in die Luft. Na und, weißt du, was besser ist? Was treibt ihr daran? Ihr habt mir doch versprochen, dass ihr keinen Unsinn... Ja, und was wir versprechen, das halten wir auch. Und bei einer Sprengung wäre ja nicht nur Ihr Koffer, sondern gleichzeitig auch noch Ihr Reisepass futsch. Und das wollen wir ja nicht. Das heißt also, ihr seid auch nicht weitergekommen, ne? Nee, tut uns leid. Es sei denn, wir gehen wie echte Profis ans Werk. Wie gehen denn deiner Meinung nach echte Profis ans Werk? Mit Köpfchen natürlich. Am besten bringe ich das Ding doch zum Flughafen und lasse es da rein. Jetzt warten Sie doch mal. Ich habe eine Idee, wie wir den Engpass wieder rauskriegen. Spinnst du? Wir haben doch schon alles ausprobiert. Nein. Ja, was denn nicht? Ohrenspitzen. Hä? Nun komm endlich an, Claire. Das Wasser ist doch saukalt. Nur noch 5 Minuten. Wir gehen schon mal vor. Du kannst ja mit AC nachkommen. Nee, ich komm mit. Mir ist nämlich echt kalt. Nochmal lassen wir uns nicht verarschen. Ich ertrinke, Hilfe! Hilfe, ich ertrinke! Hilfe! Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.